So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5. Im letzten Part waren wir da drüben, im House of Darkness, da war es sehr dunkel, ja, tatsächlich. Und da haben wir jetzt 10.000 Coins zusammenbekommen, und wir uns anscheinend in der Battle Arena anmelden können, und das wollen wir dann doch direkt mal tun. Tut mir leid, dass die letzten beiden Tage kein Video kam. Ich sag dazu nur, Kinder, Alkohol ist böse. Ich habe Alkohol getrunken, das war nicht gut für mich, und deswegen konnte ich nicht aufnehmen. So, wir melden uns jetzt hier an, ich habe sehr viel Geld, ja, wie geht es dir? Was, worum geht's? Ich hab keine Ahnung. Oh, yes, we do. Ja, wir wollen unbedingt. Ich weiß nicht, was du redest. Das ist eigentlich auch echt gerade egal. Worum geht's überhaupt? Soll ich das echt lesen? Ich weiß es nicht. Ich passe nicht auf, wie gesagt. Okay, egal jetzt. Ist es jetzt richtig, wenn ich mit dir rede? Ich habe echt nicht aufgepasst, wie gesagt. Ich bin bereit. Ich habe Geld. So that means, correct, only one can participate. Ah, okay. Aha, mhm. Gut. Aber natürlich, ich dachte mir schon, dass wir genug bekommen. Jetzt wäre ja auch irgendwie doof gewesen, wenn nicht. So, aber nur einer kann mitmachen. Und das werden natürlich wir sein, ist ja irgendwie klar, ne? Wir haben ja auch, naja, die meisten Personas und so, logischerweise, weil ihr alle nur einen habt. Deswegen ergibt das schon Sinn. Bin bereit. Scheiß auf den ganzen Dialog da unten. Ja, gut. Ich werde auch echt Glück brauchen, glaube ich. So. Tut mir leid, falls jetzt jemand wollte, dass ich das vorlese, aber nö. Ich bin sowas von bereit. Glaube ich. Wenn nicht, dann schade. Ich denke mal, wir müssen hier sowieso nur kämpfen, weil... Das ist eine Battle Arena, ne? Oh Mann, das könnte interessant werden. Das könnte echt interessant werden. Now then, our griping battle is finally here. The idiot leader of the adult defying thieves has come. Also one to one to the house. 23 to... whatever, okay? Wow, the phantom thieves are surprisingly popular. It's rare to see odds in the double digits. Now let us begin our serious one-on-one battle. Bring out the first contestant. Oh, what the hell? There's two of them. Ja, und die haben ja eigentlich schon mit euch allen zusammen Probleme gemacht, oh Gott. Gut, dann könnte es ja lustig werden. Aber... Weißt du, was ich mit Schwäche haben, glaube ich. Oh, die dürfen doch zuerst angreifen! Leck mich doch am Arsch! So, ich brauche eine... Ich habe keine AOE. Oh Gott. Die sind nämlich gegen psychologischen Schaden. Anfällig, oder? Ach, steht hier nicht mal. Gut, dass ich es... Gut, dass ich es mir gemerkt habe, aber... Also wenn es richtig ist, bin ich mir echt nicht sicher. Aber hey. Ich habe echt keine Wahl. Drauf da. Gut, aber ich hab normal, ne? Ja. Dann ist es auch relativ egal eigentlich, ob es AOE ist oder nicht. Dauert halt ein bisschen länger, verbraucht ein bisschen mehr SP, aber passt schon. So. Aber ich darf nicht mal All Attack machen, natürlich nicht, weil ich alleine bin, ne? Hm. Und das Problem, was ich gerade habe, ist, ich gehe jetzt momentan noch davon aus, dass selbst wenn ich hier gewinne, danach noch mehr Kämpfe kommen werden. Also das ist hier nicht der einzige Kampf sein wird, der gehe ich jetzt nochmal von aus. Und deswegen möchte ich eigentlich jetzt nicht alle meine SP verschwenden in diesem Gegner hier. Naja, steht ruhig auf. Schickst mich jetzt auch noch mein Ding. Oh Mann. Gut, ich mache einfach so weiter, ne? Ich weiß gerade nicht, was ich sonst tun sollte. Ob ich irgendwas Intelligenteres gebe oder so. Wie gesagt, einen psychischen AOE-Angriff habe ich nicht. Ja, und irgendwelche Buffs und so. Weiß ich nicht, ob das jetzt noch was bringt. Deswegen, einfach drauf da. Sind jetzt ja auch schon fast tot. Ich hätte eigentlich den zuerst töten sollen, der eh schon fast tot war, ganz ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt auch gerade so aufgefallen. Ich bin spontan. Ach, kritisch! Ich bin tot. Oder auch nicht. Oh Leute. Danke, dass du mich nicht angegriffen hast. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was gerade abgeht bei euch, aber. Vielen Dank. So, du bist tot. Und du jetzt auch. Meine SP sind echt ein bisschen im Arsch. Wie gesagt. Aber es werden, wie gesagt, wahrscheinlich nicht noch mehr Kämpfe kommen. Es wäre ja sonst viel zu einfach. Natürlich, es war jetzt schon knapp und so, aber es war trotzdem zu leicht irgendwie, oder? Auf der anderen Seite musste man halt wesentlich mehr machen als einen Kampf. Wow, he really can't take a hint. The stupid Phantom Thief has won. You know, that's a little hard to say. I'm just going to call him the Phantom Dweeb from now on. All of you betting on the house, do not fret.
The second round of contestants is arriving now. Ach so. What did you say? Ist ja echt fair, Mann. Ich glaube echt, das wird mein Tod sein. Vor allem, ich bin halt echt... Naja. Ich habe echt nicht mehr viel Leben gerade. Wogegen waren die anfällig, ist die Frage. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich habe echt gar keine Ahnung. Fuck my life, ich bin am Arsch. Moderate, ja, ich will aber eigentlich nur eine Person heilen, okay? Da. Ja, ich muss mich mal eben heilen. Das wäre ganz wichtig, glaube ich. Wie gesagt, meine SP sind halt auch ein bisschen im Eimer. Langsam. Ich glaube, das wird mir auch gerade echt nicht bringen zu heilen, weil ihr mich gleich wieder töten werdet, gefühlt. Ja, ich hätte mich jetzt auch echt nicht mehr heilen brauchen, ne? Oh, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe gar keine Ahnung gerade. Ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt eure Schwäche nicht auswende, wie wäre es mit Licht, ha? Oh mein Gott! Das war so viel Glück gerade. Das war gerade so viel Glück. Okay. Nevermind. Aber es wird bestimmt noch eine dritte Runde geben, weil 3 ist so eine schöne Zahl. Bullshit, why the hell aren't you dying, you goddamn fat dweeb? I have a bet on this too. There's no way in hell you're getting away with this. Time for our final contest. Dachte ich was. What in the good? Den kenne ich nicht mal. Yosa, that's a big one. Go grind his bones to dust. Let's extreme third battle begin. Ich merke schon, ich bin echt letztendlich doch noch am Arsch. Und vor allem, ich kenne seine Schwäche nicht mal. Und ich hab's. Von Mass Panda. Okay, also versuche ich schon mal nichts mit Blitz. Aber. Es hilft mir trotzdem, wie gesagt, nicht allzu stark weiter. Ich heile mich erstmal. Heilen ist gut. Und ich hoffe, du tötest mich jetzt trotzdem mit einem Schlag. Und du lädst dich auf. Das ist absolut geil. Weil. Das geht mir echt schon so scheiße genug, glaube ich. Okay, meine Verteidigung wird immer schon mal gesteigert. Ich hätte mich jetzt sowieso gebufft. Dein Angriff ist allerdings stark gestiegen. Was natürlich nicht so toll ist. Und. Ich könnte. Habe ich irgendwas, um deine Buffs zu entfernen? Ist die Frage. Increase Defense? Ja, nee. Increase Defense 414. Das könnte ich machen tatsächlich. Das werde ich wahrscheinlich sogar einsetzen, habe ich so das Gefühl. Increase Attack wäre auch gut eigentlich. Ja, Aber ich möchte eigentlich gerne mal seinen Buff wegnehmen. Habe ich nichts für, oder? Ich glaube nicht. Das ist natürlich schon schade. Aber kann man, denke ich mal, nichts machen gerade. Gut, nicht gut, gar nicht gut, alles scheiße. Feuer, komm schon. Immerhin ist er nicht schwach dagegen. Ach, du bereitest dich immer noch darauf vor. Was ist denn das für ein Angriff, den du planst? Sollte vielleicht langsam mal verteidigen einfach. Wie wär's damit? So, verteidige dich bitte mal. Gut. Das ging ja doch immer ganz gut. Ich hoffe mal, du machst das jetzt immer so, weil dann kann ich einfach mal blocken. Aber ich bezweifle, dass das so sein wird. Konzentrierst dich wieder. Okay, meine Verteidigung ist aber wieder normal. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Oh Mann, ich kann mich nicht immer so lange vorbereiten. Dafür habe ich keine Zeit. Dafür habe ich echt keine Zeit. Ich gehe jetzt zu dir rüber. Senke deine Abwehr schon mal. Dann habe ich gleich ein bisschen Zeit zum Angreifen. Wenn du jetzt nicht angreifst. Ja, gut. Und es passiert sogar noch irgendwas Schönes, diskutabel. Meine Verteidigung wird wieder gesteigert. Ich werde jetzt sowieso verteidigen, denn jetzt wird er sehr wahrscheinlich wieder angreifen. Richtig. Gut. Aber hat nicht so Schaden gemacht. Ich kann jetzt direkt angreifen. Ich hoffe, das ist keine Resistenz von ihm. Nein, ist das nicht. Er lädt sich wieder auf. Alles gut, ich bin bereit. Zum Angreifen immer noch. Wir machen jetzt einfach so weiter gerade. Ich würde gerne eigentlich nochmal einen Angriff steigern, natürlich, aber. Kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. So, meine Verteidigung ist leider wieder normal, aber wir verteidigen einfach mal und mal sehen, was passiert. Holy shit, okay, das war Glück. Also, ich habe nicht mal darauf geachtet, dass das zurückgeworfen werden würde. Tun, ne? Deswegen echt Glück gehabt. Aber sehr schön, okay. Once again, justice prevails. The payout will be handed over after this. Please wait. Congratulations, here's your reward. 100,000 coins.
Vielen Dank. For real? Oh shit! It was freaking amazing, Joker! You were incredible. They never even planned on giving you a fair fight in there. Yes, I expected that would be the case. Other trials have been rigged as well, after all. Richtig. So you sent Joker in, knowing full well the possible dangers? Natürlich. Hallo, wir hatten ja keine andere Wahl. I simply had faith in his skill. And to be honest, there was no other course of action available. Richtig. Come now, we should head to the bridge. This shall be a moment to shine. Endlich! Ich könnte noch kurz speichern. Dann haben wir auch alle Räume hier besucht, einmal zumindest. So. Ich speichere dann ganz kurz und dann können wir direkt weiter, wie gesagt. Also, ich würde sagen, auch wenn ich immer ohne Taktik drauf rumhaue, es hat ganz gut geklappt, okay? Muss ich mal so sagen. Zur Abwechslung, okay? Gut. Und jetzt sag ich mal was anderes, weil wir hatten schon ewig keinen Kampf mehr alleine. Hatten wir jemals einen Kampf alleine? Wenn, dann halt ganz am Anfang vom ersten Dungeon. Und ich bin mir da echt nicht sicher, ob wir überhaupt da einen Kampf alleine hatten. Ich glaube, da war auch von Anfang an Ryuji dabei, oder? Nee, stimmt, Ryuji hatte am Anfang noch keine Persona, deswegen waren wir ganz am Anfang ganz kurz alleine. Aber seitdem halt echt nicht mehr. Deswegen war es mal wieder eine kleine Abwechslung. So, können wir jetzt die Brücke umdrehen? Wäre echt schön. Authenticating Members Card. The required number of coins. Ja, ja, ich weiß. We got that. Now let us through. It seems to work hard to gather that many coins. I never expected you would make it this far. I commend you on your vigorous efforts. However, you will never proceed to the manor's floor ahead. From this moment forward, the number of coins for the bridge will increase to 100,000 1 million coins. What? That's not fair. You can't give us an impossible task like that. Ah, you finally understand? That is the point. Your task will forever be impossible. Hence, I will emerge victorious. This is horrible. We had only just barely gotten 100,000 coins as well. She said she would let us through if we had 1 million coins, yes? In that case, there won't be a problem. What? You know how to win that many? Not exactly. I already have the requisite coins right here. What? How could that be? Do you remember that what we were told at the very beginning? Essentially, we could borrow as many coins from the casino as we already held on our card. Well, yes, but... Do you have a moment? For example, if we borrowed the max when we had 10,000 coins, we would have ended up with 20,000 coins. And had we then bet on Joker at the Coliseum as a guest, our total would have grown to 460,000. Yes, but you're speaking purely in hypotheticals. That's not what actually happened. Correct. On Jokers card. Aber vielleicht auf der Karte, die er auch noch mitgenommen hat. Ganz zufällig und nicht weggeschmissen hat. You have another card? It's a Toru Tanaka card I told you to get rid of. Exactly. Instead of disposing of it, I secretly used it to gather coins and outsmart the system. Superb! 460,000 coins. That means we would have over 500,000 if we add all of our coins together. Huh, so what? That's still clearly not close to the required total. Actually, once my card reached 460,000, natürlich, das ergibt Sinn. That means... After paying back the original 10,000, I was left with 910,000. Adding Joker's total to that brings us to 1,010,000 coins. We can surely cross the bridge now. Whoa. Wait, if we borrowed all them coins! Is there a problem? The manager's room lies ahead. We won't need to worry about coins after this. Or did you honestly intend on paying back such a large sum? Possible. This can't be. Bro, it's actually a little frightening how sharp you are. I'll take that as a compliment. I'm glad I was able to contribute to our Phantom Thief's efforts. Very well. Now we should hurry and let the bridge down before she decides to change the rules once again. Okay, die Szene hatte nicht ganz so eine große Bedeutung, wie ich erwartet hätte. Aber
trotzdem war sie wichtig im Endeffekt, ja? Ich möchte es mal anmerken. Ich bin sehr clever. Oder es war einfach sehr offensichtlich. Wie wär's damit? So, warte mal. Ja, doch, nochmal. Aber eigentlich würde ich noch gerne überprüfen, ob ich irgendwas dazu verkaufen kann, noch von den restlichen Hips, die ich habe. Ich habe ja noch einige. Tatsächlich. Vielleicht gibt es ja noch ein paar schöne Items dafür. Deswegen werde ich jetzt auch noch nicht weitergehen, sondern nochmal zurückgehen, ganz kurz. Hell yeah, we're almost there. We had better be ready for whatever lies ahead. Oh Mann, Casino Victor. Da kann ja nicht mehr allzu viel kommen, nicht wahr? Was haben wir da nicht, alles nicht erkundet? Was ist das überhaupt? House of Darkness. Ach so. Ja, egal jetzt, egal. Da gehen wir nicht hin. Ich wollte sowieso nur überprüfen, ob da jetzt auch irgendwas ist, wovon wir noch eine Karte haben. Aber ich glaube nicht. So. Ich wollte aber dir ganz kurz Hallo sagen. Aha, Golden Beam. Kaufen wir einfach. Ja. Und das auch, meinetwegen. Wir haben eh sonst nichts, wofür wir die Coins alle benutzen können später. Jetzt bleibt natürlich noch übrig, zu gucken, was das für eine Waffe ist. Equip. Ich weiß echt nicht, wer das hat. Auf jeden Fall nicht du, ne? Nein. Ist das vielleicht Akashis Waffe? Tatsächlich. Jo, ist auf jeden Fall ein bisschen besser. So. Gut, gut. Dann können wir eigentlich direkt weiter, ne? Ja, ich würde sagen schon. Außer jetzt kommt schon nicht der Bosskampf, aber... Ne, obwohl, wir müssen ja eh wieder eine Calling Card senden. Also von daher, scheiß drauf, wir gehen aber weiter. So. Was passiert hier? Oh, tatsächlich. Treasure. It looks like this is her base of operations. Perhaps her treasure will appear on that pedestal. A lot has happened, but we managed to get up here. Miss Manager's days are numbered. How on earth of you to simply barge in here? Elegance is necessary for victory as well, you know. I entertained you with all of my games, but it appears you are still not satisfied. Very well. I've made preparations especially for that possibility. This will be a game of life and death from now on. No matter who I face, I shall not lose. Sis. Our infiltration route is secure. We need to head back out and send the calling card. And once the calling card is sent, Sai-san's treasure will appear, correct? Yeah. Once the target is cognizant of the danger, that cloudy thing will take shape. I wonder, what will the treasure look like? That depends on the person. For Kamoshida, it was a medal. Madarame's was a painting, and Kaneshiro's was fake money. Father's was a plastic model. In other words, the treasure is what marked the beginning of the palace ruler's aspirations. It could also be what caused their desires to swell. Thinking about it won't get us anywhere, though. Let's head back and prepare the calling card. Gut, dann hätten wir den Dungeon soweit abgeschlossen, würde ich sagen. Ah. Hm, what's up? Curious about the treasure? Speaking of that, it actually looks like there's a shape formed in the haziness. If I had to guess, I'd say his treasure is a police notebook. Right, your father was... She probably thinks Dad died because the police were using him. That's why she believes justice is meaningless, and that there's no point living a subservient life. Dad's death is even the reason she aspired to become a prosecutor and grew so obsessed with winning. She really loved him. Sai-san's heart must be exhausted from living in such a fiercely competitive world. Honest beliefs alone are not enough to get you through. Even I understand that pain. But it is exactly why we need to change our heart. Yes, you're right. And now we've ascertained the location of the treasure for that goal. Would you like to return to the entrance now? Nee, ich möchte mich ganz kurz noch in den Raum hier umgucken, ob er nicht bezahlt, dass hier irgendwas ist. Aber, nein, welche Taste? Die Taste. Ist hier irgendwas zum Kaputtschlagen? Das ist ganz wichtig jetzt gerade. Nee, ich guck nur ganz kurz. Lege ich's ja noch hoch. Aha. Was brauchen wir hier? Haben wir keine Coins oder so? Von hinten ist auf jeden Fall noch ein Raum. Mhm. Gut. Aber das werden wir dann ja beim nächsten Mal sehen. Heute werden wir den Bosskampf auf keinen Fall machen. Also,
Dann kehren wir jetzt in die reale Welt zurück und dann bis gleich. We finally made it. All that remains is to actually sense a calling card. Looks like we'll manage to get it out before the investigation starts going down too. We still don't know anything about the true culprit behind the metal shutdown, so I wonder if we'll learn anything from Niijima-san's shadow. I doubt she has ascertained any relevant clues. I agree, that is why she has a warrant out on the Phantom Thieves after all. Furthermore, the public believes arresting us will solve the case. The public prosecutors won't stop now, they have the weight of the general public on their shoulders. If only we knew who the true culprit was, we wouldn't have to fight Niijima-san's shadow. Who could it be? Do you think it's someone we know? Ich glaube nicht. I want to believe that myself, but it might be a little too hopeful. Either way, we only have one opportunity to turn the tables. This final calling card shall be my magnum opus. Simply let us know when you're ready, Toasty. Ich bin heute echt nicht mehr bereit dafür, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, wenn ich den Part jetzt trotzdem nicht, weil sonst wäre der echt kurz. Wir gehen erstmal schlafen und dann mal sehen, was wir morgen so tun können. So, tatsächlich ist die einzige Person, die Zeit mit mir verbringen will, Haru. Und wir sind mit ihr, glaube ich, noch auf Rang 1. Wenn überhaupt, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Und eigentlich würde ich dann nicht mehr mit ihr anfangen wollen. Aber machen wir jetzt trotzdem. Wie gesagt, ich werde euch die restlichen Confidant-Enden, was eine ganze Menge sein werden, noch nach dem Durchspielen zeigen. Ich habe das jetzt mittlerweile eigentlich relativ fest vor, dass ich das Spiel nochmal durchspielen werde, um euch die ganzen anderen Sachen zu zeigen. Aber das wird halt nicht regelmäßig sein, weil das halt eine ganze Weile dauern könnte. Und so, ne? Ganz eventuell. Naja. So. Du hast mich jetzt erst hingebracht, nur okay. Gut. Hi. Aber ich bin froh, wenn das hier echt der erste Rang sein sollte, muss ich nämlich gar nichts vorlesen. Was? Nein, warte! Was habe ich getan? Nein, was habe ich nur getan? Ich wollte das doch gar nicht! Bitte bring mich zurück, was habe ich denn gedrückt? Nein, nein, nein! Oh Gott, ich hasse mein Leben. Oh Gott, was? Sai-san is a realist, alles ist gut. Even if she believes the Phantom Thieves exist, do you think she knows how they steal hearts? Nein! Furthermore, there is a chance she expects that she herself will be targeted. So because her heart is ready for any possibility, the calling card might not have enough effect? I only say that theoretically, but I believe so. Das ist ziemlich kacke. Well, hence, it would be prudent for us to wait until we are driven into a corner to act. How about this? If we do so with no time to spare, I assume even Sai-san would have to be somewhat agitated. You're right. Ensuring the treasure actually appears? That sounds quite logical. I agree. Impressive, Akechi-kun. Though it's a bit vexing that you know more about my sister than I do. That is only because of my work as a detective. That means... Well then, if our time limit is on November 20th, and we act the day after sending the calling card, how is this? Shall we send it out on the 18th? Ich würde sagen, meine Theorie geht komplett auf, die ich ja bereits mal genannt habe, ne? Ich gehe darauf jetzt nicht nochmal ein, aber ihr wisst genau, was ich meine. Wir haben jetzt noch Freizeit erstmal und wir können gar nicht die Calling Card sofort senden. Gut, in dem Fall zurück zu Haru. Ich habe echt nicht gelesen, was da stand, weil ich diese Texte mittlerweile ja nie lese eigentlich, ne? Aber, ach Gott, komm schon. Warte, was? Warte, was? Ach, wollen jetzt noch mehr Leute mit mir Zeit verbringen, oder was? Ja, Futaba zum Beispiel. Aha, die hatten einfach nur keine Lust auf mich, weil die noch gerne über die Calling Card reden wollten, oder wie? Gut. Mit Futaba kann ich immer noch nicht weitermachen, oder? Oder doch? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Echt immer noch nicht. Holy shit, komm schon, das ist so unfair. Wer tut denn sowas? Ich doch nicht. So, also nochmal zurück zu Haru, wie gesagt. Mit Futaba wird das halt echt nichts mehr. Also mit der werde ich auch nicht mehr anfangen können, so richtig. Ich glaube, auf Rang 1 sind wir schon oder sogar auf Rang 2, aber mehr wird das echt nicht mehr werden mit uns. So. So. Ich sehe das mal wieder sehr stark in Länge gerade alles, aber was soll's. Kompetenz war noch nie meine Stärke. So. I came to see you. Thank you. Hey. Ja, wir machen jetzt irgendwas Cooles mit Gemüse und so. Bin bereit. I'm so glad. Und ich hoffe, es ist vertont, weil ich bin müde. Wie immer. Hallo Sakura-san. I'm sorry for asking this of you. It's all good. Not like I have customers to deal with. So,
This is what you grew? Yes. I'd like an honest opinion from a culinary professional. Let me see. To be honest, both the taste and appearance are the opposite of what I'd call market grade. I see. But it's impressive you managed to grow anything at all up on a rooftop of all places. I'm honored to hear you say that. You know, I can't say it tasted good, but it was actually somewhat refreshing. Kind of like how you feel good after taking bitter medicine. I first came across the plant in my house. It's possible that it's an experimental breed created for use at Okumura Foods. Thank you very much for the input, Sakura-san. I'll take note of that. Harus vegetables have a bitterness to them, but also exude a strong energy. He's right. That was the same thought I had. I think I understand what Sakura-san meant when he said they were refreshing. The sunlight marinated vegetables seem to give me great energy. They may prove useful during palace forays. I agree! I'm so happy! I didn't expect this hobby of mine to provide value to the Phantom Thieves. This is actually the only thing I can honestly say I'm good at. You don't have to do this. But it's what I want to do. Oh, then. Do you think you could help me out again sometime? Like you did today? It's a deal! We're like real Phantom Thieves! Okay, I'll do my best from now on! Wir sind Gemüsediebe. Oh Mann. Was hat das denn mit echten Phantom Thieves zu tun? Komm schon, tu nicht so! Das ergibt keinen Sinn! Egal, ich beruhige mich. It seems you were probing into a certain conglomerate. There's the possibility you even infiltrated their company building. Perhaps some sort of connection? Tell me about this person. I am Thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the Empress persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Cultivation allows you to grow vegetables with Haru on the Shujin Academy rooftop. Oh Gott. Das war ja, was ich letztes Mal so aus Spaß gesagt habe. Und es ist einfach wirklich wahr. Vor allem ist es halt so lächerlich, weil wir halt echt relativ kurz vor Ende des Spiels sind und wir nicht viel früher die Möglichkeit hatten, um das hier freizuschalten. Das heißt, oh Gott, ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe das Spiel absolut nicht. Egal, meinetwegen. Alright. Fantastisch. Growing vegetables with Haru. Aha. Cool. Still, he was right. The taste leaves much to be desired. I spent some more time with Haru before escorting her to the train station. Gut, gut. Dann haben wir noch einen Confidant angefangen, den wir niemals in diesem Playthrough mehr zu Ende bringen werden. Das ist halt echt irgendwie schade. Ich meine, wie gesagt, meine eigene Schuld, bla bla bla. Ich habe das schon jetzt öfter erwähnt, aber es ist halt echt schade, okay? Aber macht euch keine Sorgen, ihr werdet schon die ganzen restlichen Confidants noch zu Ende sehen. So. Ja, mit dir kann ich immer noch keine Zeit verbringen, ich weiß, oh Gott, ja, ihr seid auch alle die langweiligsten Charaktere auf dieser Welt. Yoshi, da habe ich keinen Bock drauf, oh ja, ja, okay, meinetwegen, oh ja, ist ganz okay manchmal. Sie ist zwar ein bisschen weird drauf, aber meinetwegen. So, hi, wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. So. Well then. Alright, worum geht es? Wahrscheinlich um die Phantom Thieves oder so. Oh? So that Ace Detective is serious, huh? I see. Oh yeah, there's something I need to apologize to you about. You know, it's part of my job to research particular things. Well, I ended up finding out about your criminal record.
I realized you weren't just some ordinary kid back with my chief. So I did some digging out of curiosity, and I found a ton more than I was expecting. Sorry. So, sorry about that. I have to say though, the ruling made in your case was really odd. Some kind of deal must have gone down behind the scenes to make sure that was the end result. That must have been tough for you to handle. You're just a kid. Well, just forget about the past. We're in the same boat when it comes to being labeled. Because of your investigation? Exactly. I'm going to revenge my partner for... Whoops. Lala-chan, refill. No, it's your turn to tell the truth. You can't go rooting around its kid's past and expect to keep your own secrets hidden. Wait, don't blame me for that. He doesn't have anything to do with my private business. You can trust me. I mean, it's not like I don't trust you, and hold on a sec, why am I getting treated like the bad guy? Look, you're gonna feel way better talking to someone who understands exactly what you're going through. Besides, you'll explode if you keep all that alcohol-fueled anxiety bottled up in you. That's true, and I guess this is the fairest course of action for a business partnership, huh? Just don't tell anyone, okay? Back when I covered politics for my publisher, I had a partner who helped with photography, Kayo Murakami. We were a pretty well-known team in the industry. We blew the lids of countless scandals together. That is, until that day came. We were on the trail of a certain bureaucrat who was involved in a slush fund to support refugees. He kept himself pretty well guarded, so it was almost impossible to get any solid leads on the guy. Then one night, I got a voicemail from Caillou saying she had gotten hold of something big. But that was the last time I ever heard of her. The next day, that bureaucrat was found dead at a love hotel, and Caillou had gone missing. Who killed him? Well, the cause of death is unknown. The authorities couldn't tell whether it was a murder or suicide. As for the killer, shit. The police accused Kayo. They said she killed him in a crime of passion. That's impossible though. She never would have slept with a disgusting man like that. And more importantly, it's pretty damn fucked up to make allegations like that without any evidence. Ichiko-chan. Sorry. The case was closed, but we never found the truth, and Kayo was labeled a professional disgrace. And since we were partners, the company decided it would be best to move me to another department. I'm going to prove Kayo's innocence though. That's why I'm conducting my own private investigation now. How's the search going? Not great. The incident happened over a year ago, so almost everyone's forgotten about it by now. But thanks to all the info you've been giving me, I should have more time to focus on my investigation. I won't let this opportunity slip through my fingers. Alright, we're even now. I didn't enjoy it though. You sure about that? It's been ages since I've seen you smile this much. Oh well, maybe you're right. I haven't felt this alive in a long time. Okay then, I'll write a great article to commemorate our sharing session. Exclusives to Phantom Thieves, lovely ideals, and connection with a secret society. Just kidding, don't worry, I'll definitely come up with a better headline before we go to print. Will ich auch hoffen. Naja, was soll's, kriegen wir irgendwas Neues dazu? Nein, aber ich glaube, deine Skills sind eh alle vollkommen nutzlos. Also von daher, ist mir das relativ egal. Still, there's just one thing that bothers me. There's no doubt the chief is onto my investigation. We should keep acting like a couple so we can trick him. How's that sound? I'll leave the kid alone. Hey, it's getting late. Shouldn't you be heading home by now? Ja, ist wahrscheinlich besser so. Bevor sie noch mehr komische Ideen hat. Ich mag ihre Ideen nicht, okay? So. Aber wir haben echt noch einige Tage, die wir irgendwie verbringen können. Wird schon noch interessant werden, denke ich mal. So, wie gesagt, eine Menge Freizeit haben wir noch. Dann würde ich sagen,
Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.